Die Strandgesundheit, genau. Das ist hier eine Frage ans werte Publikum. Was fällt euch an diesem Strand auf? Es ist ein abendlicher Strand in Goa. Das Das ist schon ein mal Sonnenuntergang. vorausgeschickt. Ja, das ist ein Sonnenuntergang. Das ist übrigens das Geilste an Indien, mit das Beste. Die Sonnenuntergänge sind phänomenal auf täglicher Basis. Das ist so eine große Sonne. Die haben irgendwie eine größere Sonne als wir. Die sind näher dran. Kein Müll, Ja. sagt Olaf. Nee, kein Müll, das stimmt. Das ist überraschend für Indien tatsächlich, dass da mal kein Müll liegt. Aber ich sehe da ja Müll, also so natürlichen Müll quasi Ja, mit ich kleinen sehe da auch Tierchen. natürlichen Müll. Das ist aber kein Müll. Das ist das Gegenteil von Müll. Was seht Aber ihr da Überfall ist vorne? tatsächlich. Das Dunklere. Ja, genau. Es geht um das Dunklere. Das habe ich da nämlich entdeckt. Und war erst so irritiert und dachte, hä, was ist das denn? Was haben die denn hier für Wattwürmer? Fockaffe bemerkt kein Labrador am Strand. Stimmt in dem Fall schon, kein Labrador am Strand, aber da waren sehr viele Hunde am Strand. Ich habe sogar ein Foto von meinem Freund, mir und einem Hund. Der Hund hat sich nicht mehr vom sehr schönen rosa Handtuch runter bewegt, nachdem er das gekapert hatte, und lag dann Aber hinten auf dem großen der Hund Handtuch. hatte ansonsten keine Beziehung zu euch. Ist Nee, einfach nur außer dass er das angekommen. Hand, genau, der hat das Handtuch super gefunden. Wir lagen da, haben ein Buch gelesen und dann hat er sich dahinter gelegt und hat auf dem Strandhandtuch gepennt. Also genau an dem Abend auch. Es war kein Labrador, aber hatte Labradorfarbe. Ja. Nee, aber das ist das Gegenteil von Müll, was man da sieht, nämlich im Vordergrund hier. Ja, Ja, was ist denn wollt das? ihr mehr dazu erfahren? Ja, ja Ja, gut. na gut. Dann, na gut, dann wollen wir mal. André, zeigen wir doch mal das nächste Bild, das wir so schön in eine Reihenfolge. Was könnt ihr hier erkennen? Es ist ein Suchbild. Na, kann da Warte, jemand was erkennen? ich mache ein bisschen Ja. Quizshow-Musik. Nee, 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 nee. Wir sind nicht synchron. Ja. Nee, 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 nee. Das kommen schon Antworten. Ja, White das. Whale sagt Krebs, Fockaffe sagt Ja. Krebs. Ja. Ich Ja. sag auch Krebs. Ja, ihr habt auch alle schön recht. Ganz schön recht habt ihr. Es sind Krebse. Die heißen Sandblubberkrebse. Sandblubberkrebs, du hast die Ja, geilsten ich habe die Namen immer. direkte. Also, ja, das ist Direktübersetzung, ne? Sandblubber Crab heißen die auf Englisch. Auf Deutsch haben sie sicher irgendeinen blöden Namen. Ja, warte, ja, wahrscheinlich schon. Ich habe das ehrlich gar nicht. Als ich auf den Bahamas war, habe ich auch ein paar Sachen, die ich Stories gemacht habe. Englischen Namen, der immer schön war, versus den deutschen Namen, der immer kacke war. Ah. Ja, ein bisschen Ich schade, gucke ne? mal gerade, was. Gibt es da auch einen deutschen für? Ne, es gibt einen niederländischen Wikipedia-Eintrag. Ja. Die Niederländer sind da echt oft besser, ne? Die haben mehr. Die nennen den auch nur den lateinischen Namen. Ja, also ich nenne sie Sandblubberkrebse, einfach Direktübersetzung, bam. Jawohl. Und Sandblasenkrabbe, sagt Google. Sand. Sandkugelkrabben, Oh, sagt Wikipedia. Knödelkrabbe. Was? Kn Knödelkrabbe, sagt mir jemand. Knödelkrabbe. Das finde Knödelkrabbe ich ist cool. gut. Ja, Knödelkrabbe ist Ja. gut. Manchmal werden die auch Ghost Crab genannt. Aus mir nicht erklärten Gründen. Aber Knödelkrabbe, finde ich, macht Das das finde ich einen Rennen. coolen Namen. Also Knödelkrabbe ist ein cooler Scopimera globosa macht Spaß, Gibt. das zu sagen, dass der lateinische. Ja, da gibt es Ja. zwei verschiedene Genusse. Was für eine Nuss. Genus. Naja, es gibt das Königreich und dann die Klasse und die Ordnung und die Familie und dann kommt der Genus und da gibt es Scopimera und Dotila. Und zu meiner hellen Freude habe ich
Ich habe das gesehen und wir können uns noch mehr Bilder angucken. Ja, André, ja. wenn du einen weitergehst, beziehungsweise erstmal ein Video. Erstmal ein So, Video. meine persönliche Beobachtung war folgende. Ich bin da am Strand langgelaufen, durchs Wasser, und dann seht ihr hier gleich eine Nahaufnahme. Ich Oh, dachte man sieht nämlich, schon, dass da, da dass da bewegt sich was. Dinge sich bewegen. Ja, da bewegt sich einiges. Heftig. Ja, Die sind sehr fand ich klein. auch. Ja, die sind so ein Zentimeter oder so. Fand das richtig faszinierend, weil ich von Weitem gedacht habe, dass da einfach irgendwie eine Muschel oder ein Wattwurmartiges Tier ist, aber mit Krabben hatte ich nicht gerechnet. Also so Krebsen. Die können vorwärts und seitwärts gehen. Boah. Sind sehr flexibel. Also auf einem Schachbrett würden die richtig Unheil anrichten. Ja, und das Video habe ich damals geteilt auf meinem Instagram-Kanal. Und dann habe ich coolerweise genau dieses Bild da noch gemacht. Das ist eine von hinten und man sieht, dass die extrem geil. Super geil. Ja, Camouflage ist nichts dagegen. Und die Super geil. haben, ja, ich finde die mega. Und die haben so höher stehende Augen, damit sie ihre Feinde sehen können. Und die haben Atem, das heißt Gas Windows, Gasfenster an den Hinterbeinen, also an diesen Oberschenkeln. Das kann man da jetzt nicht so gut sehen, aber es ist in einem Paper mit, was wir gleich sehen können, weil die als Lebensraum hauptsächlich zur Ebbe über Wasser unterwegs sind und deswegen Gasaustausch im Trockenen machen können müssen über lange Zeiten. Ich habe da, glaube ich, noch ein Foto und dann ein. Genau, da sieht man so eine mal von vorne mit diesen geilen Augen, die so sind total fasziniert, weil die können so richtig wie so eine Schnecke im Prinzip, die ja auch so Augen hat, die so, sich so bewegen können, können richtig gut gucken und haben eigene kleine Höhlen im Sand, in die sie sich zurückziehen während der Flut. Und dann haben sie so eine Luftblase um sich rum, verbarrikadieren sich da drin und warten auf die nächste Ebbe und kommen dann raus. Und weil Jules gemeint hatte, ja, man sieht da, also auf dem ersten Bild, als wir den Strand in Sicht hatten, man sieht da so ein bisschen Dreck. Jein, ist eigentlich genau das Gegenteil, weil die ernähren sich von Mikroorganismen im Sand, und das, was man auf dem ersten Bild, falls du da noch mal zurückgehen kannst, André, sehen kann, das sind diese Kügelchen, die sie, das ist die Ausscheidung von denen, nachdem sie den Sand gefressen haben, und der ist dann komplett sauber. Also, Ah, das ist gereinigter Sand, den man da die sieht, der scheißen sauberste. sauberen Sand. Im Prinzip schon, ja. Da Hat ist die Sand dann, drin? ja, genau, das Ja. ist die. Das ist die indische, asiatische Form eines Wattwurms mit Schale und Beinen. Und Augen und so. genau. Ich habe eine kleine Beobachtung gemacht am Strand. Die zum einen sind die auch kannibalistisch unterwegs teilweise. Also die Großen fressen die Kleinen, aber es gibt noch andere Feinde, und diesen einen Feind, den könnt ihr euch da auch noch mal kurz angucken. Der wurde richtig fies. Dann, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das Video geht, aber dieses Eine Schauspiel, Zeitlupe? 20 nee, Sekunden. keine Zeitlupe, das ist Originalzeit von einem Vogel, der gehofft hat, so eine Knödelkrabbe Oh no, abzugreifen. the child fucked it up. Damn it. Da war auf der, das kann man nicht sehen, weil ich habe ja gehofft, dass ich dieses Foto, das Video machen kann von der erfolgreichen Jagd. Ja. Aber da war so ein Kleinkind und das hat den Vogel entdeckt. Und in dem Moment, in dem der Vogel richtig nah dran war, kam das von links gerannt. Das hat dann die Krabbe gesehen und dann ist die Krabbe natürlich Oh zurück no, in the ihren. child fucked it up. Deswegen sage ich da, oh no, the child Damn fucks it up. Ja, das ist die andere Form von Feind.
Und wie die fressen. Und der wie die Vogel, das genau ist so machen. Geil. Ja, der ist mega, ne? Man ja denkt, der ist richtig Slow-Mo. Katze. Ja, diese ja Katze schleicht er sich an. Absolut, oh, ja. Damit. Ja, mein Freund im Hintergrund, what a timing, what a timing. Das war so gemein. Der war richtig nah dran und da hat das schon 5 Minuten gefühlt versucht, der Vogel. Der hat sich so richtig langsam rangeschlichen. Mhm. Naja. Ich habe ein Video von der BBC gefunden, das wir nicht in laut spielen können. Aber ja, einmal geht bestimmt. Irgendein Video? Achso, das ja, hier das läuft immer noch in Dauerschleife, ja. Ja, auch schön. Genau, und Crabballs, also diese Krabbenvarianten, diese Genii von den Krabben, die sind im ganzen indopazifischen Gebiet unterwegs, an den Stränden. Und die fressen zum Beispiel diese Kleinstlebewesen, das hier ist eine Makroaufnahme zwischen Sandkörnern. Okay. Müsst ihr ja, euch ich vorstellen. Ich schneide das mal kurz aus und schmeiße es in den Chat. Wo schmeiße ich das denn hin? Und da sieht man, wie die Viecher so umgebaute wie heißt es, Scheren, die Scheren. Und das ist so eine Fabrik von Sandkügelchen. Die mampfen von unten rein und oben stoßen sie diese Sandkügelchen aus und schmeißen die um sich. Das ist Fressen. Und so sieht das dann aus. Geil. Ja. Ja, alles schön rund ums Loch. Ich fand die richtig gut, wie die so aus ihren Löchern da rauskommen. Man hat, also wem langweilig ist, fahrt einfach nach Indien. Das da ist sich gegenseitig ein bisschen bedrohen. Da gibt es auch Paper dazu, wie die sich gegenseitig bedrohen und auch Mating, also Paarungsverhalten der Krabben. Es gibt nämlich überirdische Paarung und unterirdische Paarung. Und da muss man als Krabbe. Und so sieht dann der Strand am Ende der Ebbephase aus. Das ist auch eine geile Aufnahme, finde ich. Total. Und dann kommt die Flut und dann. Und dann ist alles wieder weg. Ja. Genau. Und ich habe 2 Paper rausgesucht. Also jetzt nicht die zum Thema Paarung, oh, sondern die. Ja, ich kann dir auch nur das zum Thema Paarung rüberschicken, okay, wenn du willst. Da gibt es dann noch das Aggressionsverhalten. Es gibt ein Paper zum Aggressionsverhalten und zum Winkeverhalten. Das fand ich jetzt aber nicht so genau. Winke, Winke. Ja, André, du wärst ein richtig guter Krabbenmann. Richtig gut. Aber beide. Du musst beide Scheren benutzen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Und wenn du das machst und eine Krabbendame auf dich zukommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie ausgebildete Eier hat, also paarungsbereit ist sozusagen. Und dann kannst du die in deinen Bau schleppen und bespaßen. Wenn sie wegläuft, wenn sie das sieht und du die dann mit in deinen Bau nimmst, dann wird das nichts. Hm. Da kriegst du, bringt nichts. Dann ist Rape. Dann ist echt schlecht. Okay. Ja. Danke, dann weiß ich das jetzt auch. Genau. Hatte mich schon immer gefragt, wie das wohl geht. Ja. Und das hier ist das erste Paper, es ist aus den 80er Jahren, total alt. Das haben die in der Nature veröffentlicht damals oder in den 90ern. Letters, also ist auf jeden Nature, Fall schon älter. Ja. Genau. Weil diese beiden Geni, Gopimera und Dotila, das sind diese indopazifischen Knödelkrabben. Ja, Knödelkrabbe ist super. Ich hab ganz dolle, wie heißt sie noch gleich? Furzgrundel-Vibes. Ja. Ja. Genau. In diesen Letters to Nature hat ein Mensch aus Australien erklärt, dass die Atemvorrichtung an den Beinen, die waren in der Erstbeschreibung als Augen, nee, als Ohren definiert. So, also man hat gedacht, dass sie über diese Funktion der erweiterten Hinterbeine, was ist das, ein Hund? Nein, André. Oh Gott. Das ist kein Babyhund mehr. Der ist überhaupt nicht niedlich. Nee, das ist nicht niedlich. André, nimm den Hund da weg. Das ist kein Hai, das ist keine Krabbe, es ist nicht mal ein Babyhund. Es ist ein ausgewachsener Großhund.
Großhund mal. Sein kleiner Großhund. Unmöglich. Einfach einen Hund ins Bild zu bringen. So. Soll man hier arbeiten? Ja, du sollst arbeiten und nicht Hunde-Content. Ja. Das ist ja fast ein Katzen-Channel dann hier. Ja. Ganz nah dran. Sei froh, dass ich die Schnubbi-Cam gerade aus habe, sonst hätte ich umgeschaltet, wie er jetzt niedlich in seinem Körbchen buddelt. Ganz toll. Wir gucken uns jetzt mal niedliche Krabbenbeine an, ja, wenn du weiter runter scrollst, weil da sieht man das. Wir gucken uns jetzt mal niedliche Krabbenbeine an hier. Genau. Ja, die, mit dem Stern ist indiziert, dass das kein Auge ist, sondern ein Atmungsorgan von diesen Krabben. Die, ich dachte, sie haben kleine Sternchen auf ihren Armen. Du siehst Sternchen. Es ist aber im Original nicht. Also sie haben keine Tattoos, diese Krabben, auch wenn man das jetzt vermuten könnte. Mhm. Diese Krabben sind nicht tätowiert. Hm. Also Membrandiskus. Diese Knödelkrabbe hätte ich gut gefunden. Tätowierte Krü. Du kannst dir eine Knödelkrabbe noch tätowieren. So wird ein Schuh draus, ein Tattoo draus. Ich bin echt übermüdet. Ich mache so richtig dumme Witze. Ja, ich auch. Ganz schlecht. Entschuldigung. Oh. Entschuldigung, Inga. Fahre fort. Ja, ich fahre fort. Genau, also das wollte ich euch gezeigt haben, dass der Aufbau von den Krabben eben diese, damit die in dieser Intertidal Zone, also in der Gezeitenzone, so gut leben können und lange Zeit über Wasser funktionieren, weil ja normalerweise so Krebse mit einfach mit ganz normalen Kiemen ausgestattet sind, mhm, und unter Wasser schön atmen können. Also sie haben diese super, super extra Feature an den Beinen. Und da haben die auch Versuche mitgemacht, was richtig fies ist, weil sie haben, das ist in diesem Paper oder in diesem Letters to Nature mit vermerkt, die haben das übermalt mit so einer luftundurchlässigen Schicht. Und ja, die coolen Krebse, die haben das dann abgekratzt und sind nicht gestorben. Und die Krebse, bei denen der Wissenschaftler darauf bestanden hat, das Experiment durchzuführen bis zum Exzess, die sind dann verstorben, weil die nicht ausreichend Sauerstoff mehr zu sich nehmen konnten. Ja. Oh, habe ich eine Krabbe gegendert? Das wäre toll, weil ich habe letztens ein Buch geschrieben und das war ein Buch über Spinnen und dann hat die Lektorin gesagt, soll ich das nochmal durchgendern? Und ich dachte, welche Spinne ist denn jetzt bitte nicht gegendert? Scheiße. Ja, okay. Schießt es doch am Sinn des Genders vorbei, Tiere zu gendern. Ja, also, das ist doch überhaupt nicht der Punkt der Sache. Ja. Okay, zurück zu den Krabben. Ja. Genau, die sind ziemlich klein, die leben am Strand. Die haben dieses Fressverhalten, was in Kügelchen ausartet, weshalb wir sie jetzt Knödelkrabben nennen. Sie atmen über diese Diskus-Sache. Das sieht man da in dieser Vergrößerung auch nochmal. In A ist, also es wird da immer... Ach, jetzt habe ich das mit dem Gendern verstanden. Dankeschön. Ach so? Ja, ach, wegen dem Stern. So weit geht mein Gehirn heute nicht mehr. Ja, also das da ist eine Aufnahme von diesem Diskus, also diesem Gasfenster, Gas Window. Und darunter steht irgendwas von wegen Blut- und Luftgewebeversorgung oder so ähnlich. Müsste André nochmal runterscrollen oder ich muss bei mir selber gucken, was er. Ja, es ist. Elektronenmikroskop-Aufnahme. Schön, ja, sehr schön, genau. Sehr, ja, sehr, sehr schöne schön. Aufnahme. Ja, das ist einfach immer hochauflösender und zeigt dann diese Blutkanäle in den Beinen der Krabbe. Und dann steht im normalen Text noch, wie die Sauerstoffzufuhr im Blut sich verändert, wenn man das Gaswindow mit einer luftundurchlässigen Substanz verschmiert. Das, dann wird nämlich die Luft, also die Sauerstoffsättigung des Blutes nimmt dann stark ab. Und wenn man richtig fies ist, dann stirbt auch die Krabbe an Unterversorgung.
Ja. Und dann dachte ich, warum mir diese Krabben überhaupt aufgefallen sind ja diese Knödel, die die machen. Weil in Okay. diesem Paper, da sieht man jetzt nichts mehr. Das ist einfach nur die Okay. Information. Übrigens, Leute, es sind keine Ohren. Hat was mit Sauerstoff zu tun. Ja. Wir haben hier das Experiment mit dem Abdecken des Organs ge gemacht. Und wenn man es zu lange macht, dann stirbt die Krabbe. Ja, das passiert normalerweise nicht mit Ohren. Genau, bei Ohren wäre sie dann, hätte sie nichts mehr gehört und vielleicht nicht mehr auf Ansprache reagiert. Aber Ja. das war nicht der Fall. Konnte Okay, noch in dem gut hören, aber anderen, nicht schnaufen. Okay, anderes ja, Paper. in dem anderen Paper, das ist so lang, dass ich dann irgendwann aufgegeben habe, das vorhin zu lesen, weil ich habe ja zwischendurch noch das Winkelpaper gelesen und das Mating-Paper und so, die jetzt alle hier nicht vorkommen, sondern, und das war auch das Verhalten von Krabben, die in Japan und in Korea gelebt haben. Und das hier ist ein Paper über das Genus Dotila oder so. Und die im Bengal Sea, das ist in der Nähe von Kalkutta, das sieht man da bei Bangladesch, genau. Da hat ein Inder untersucht, das ist ein Open Access Paper, was aber André eben nicht so einfach runterladen konnte. Ah, genau, es ist das Open Access Paper, was aber sehr schwer herunterzuladen ist. Ich habe es Ja, nicht hinbekommen im und Internet, Inga hat es mir dann jawohl. geschickt. Aber ich Ja. lasse euch an diesem Spaß teilhaben, wenn ihr da auch Bock Ja. drauf habt. Es ist Genau, Open das ist Access und dann wird es unter die Leute gestreut. absolut und es ist ganz aktuell. Das ist jetzt erst im Januar veröffentlicht worden. Also finale Abgabe war im Dezember oder so von dem Paper. Das ist also extrem praktisch, weil ganz neu. Und da Ja. hat dieser Wissenschaftler die Mühe gemacht, nicht nur den Lebensraum einmal komplett in einer Legende zu erklären, sondern auch zu erklären, was für Arten von Kügelchenausstoß diese Krabben haben. Und das ist so genau untersucht, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt. Ja, das ist die zweite Figur, was ich daran bemerkenswert finde, was man im Verlauf des Papers dann irgendwie rausarbeiten kann. Ihr seht da ja das Bild A. Ich zoome mal weiter Ja, rein. genau. Bild A, dazu gehört die Skizze B. Das ist Ja. das Ganze dann einmal in geordnet. Und bei B steht SI gleich 100%. Das ist der Safety Index dieser Krabbe, die ihren Bau 100% sicher vor Angriffen anderer Krabben gemacht hat. Denn andere Krabben übernehmen gerne mal einen schönen Unterschlupf Aha. oder sind gar kannibalistisch unterwegs, wenn Und nicht wie hat gerade sie der das gemacht Vogel. mit dem SI-100? Ja, das liegt am Radial Pellet Design und das müsste man jetzt in der Indikation, warte mal, ich kann das hier einmal parallel nochmal durchlesen und dir dann sagen, für was steht. Also PW, das ist auf der linken Seite, steht für Pellet Wall. Da hat in Was der ist das? dickeren grauen, dicker graue Segmente sind, da hat die einfach mal aus diesen Kügelchen eine Wand gebaut. Und da kommt keiner mehr durch. Da kommt schon mal keiner durch. Okay. Obo, das ist zentral in der Mitte, das ist die Öffnung von der Höhle. Die Open Burrow, das ist Open Burrow Opening, das heißt, das war gerade eine geöffnete Höhle. Die Abkürzung Radial Pellet Design, das ist dann rechts als RRP abgekürzt. Ja. Das SF bedeutet Surface Forage, das heißt, da hat die gegrast. Und Ah, das ist jetzt hier ja. ein Kreis. Der gestrichelte Kreis ist das Surface Forage. Ja, ich glaube, das ist Ah, Striche. nee, SF, doch. Hier ist so ein gestrichelter. Ja, aber SF ist allgemein. Die hat Okay. ja so weit geforaged, wie diese einzelnen Striche da Ah, gehen. okay. Das Das ja.
Ja. Also die haben auch noch RTAs, Rows Turned Around, also Reihen, die umgedreht worden, also abgeschlossen worden sind. Und man sieht, wenn du weiter nach unten scrollst, also da jetzt mal rausscrollst und unten rechts, das hier sind alles, der Safety-Index 100% ist super. Und dann war da so eine unvorsichtige Krabbe ganz unten bei L. Das ist ganz doof gelaufen. Das ist der SI, ist 46,41%, also unter der Hälfte Sicherheit. Also die hat überhaupt nicht auf Sicherheit geachtet, diese Krabbe. Das kann dazu Die geführt haben, macht weil die hier eine Sachen, junge, ja? ja, je jünger die Krabbe, desto dümmer die Krabbe, kann man ein bisschen sagen. Die haben dann weniger Erfahrung und sind da nicht so clever. Und Fokker Und stellt eine wichtige Frage. Hat er die Form der Kugeln und das Ablagemuster klassifiziert oder nur das Ablagemuster und sind die Kugeln immer gleich? in dieser Skizze, glaube ich, geht es nur um dieses Ablagemuster, aber weiter unten in dem Paper, so weit kam ich im Lesen aber nicht, da steht auch noch mal was zur Form der Kugel, aber ich glaube, das ist auf Seite 20 von 34. Und da ich vorher schon etwa vier andere Paper gelesen hatte, bin ich heute nicht mehr dazu gekommen. Das ist total okay, Aber Inga. ja, ich bin froh, dass du das sagst, weil ich finde, ich hätte natürlich noch mehr machen können. Nein. Ja, du hättest noch mehr machen können, du hättest aber nicht noch Hätte, mehr machen müssen. hätte. Ja, genau, Aber danke. bitte. Ja, Jules? Genau. Aber das Fatale ist quasi, dass links der Weg frei ist zum Loch, zum Ja. Kugel. Absolut, genau. Es Da gibt die ist keine Einfallstür. Pellet Ja. Wall. Ja. Absolut. Genau. Und AI ist der Attack-Index. Das ist natürlich das Gegengewicht Ja. zum Safety-Index. Das heißt, das zusammen ergibt dann 100%. Attack-Index 53,59 gegen Safety-Index 46,41. Aber da hinten das Loch ist noch mit 16,11%. Das ist noch krasser Ja. als. Ja, hier. Da kann man dann wahrscheinlich durch den Ra bei den Reihen noch durch. Und das führt direkt zum Loch. Schlecht. Ja, also die einzelnen Löcher sind Platz noch mit in zwei Punkten. Attack-Index. Ja. Also das ganze Paper ist voll von solchen schönen, weil es gibt verschiedene Arten von Mustern. Oh Gott, das geht noch Das war ja weiter, jetzt. ja. Ja, das geht noch weit, deswegen habe ich irgendwann Alter. aufgegeben. Das Ich scrolle mal ein bisschen durch. war eine radiale Wow. Pelletstruktur und dann geht es weiter Wow. mit der konzentrischen Pelletstruktur. Da seid ihr jetzt gerade. Da gibt es auch verschiedene Indexe. Ja, ich sehe hier 100%, 100%. Da hat er, oh, 97%. Ja. 95, 91. Und dann gibt es noch den CSI, den Combined Safety Index. Genau, da bist du gerade mit dem Cursor. Weil das ja jetzt dann verschiedene Designs, glaube ich, sind, die ineinander übergehen. Das ist eine schöne Berechnung auch. Gottes Willen. Und ja, das ist die Outlays von verschiedenen Sachen. Ich finde es interessant, dass Also, sich jemand damit so aktiv beschäftigt hat. ja, es hat irgendwie so ein Vibe schon von Craziness. Also ich kann mir so richtig vorstellen, wie so diese ganzen Zeichnungen an so einer Wand und dann so ein Wie so eine leicht Mord, angehender genau. PhD-Student, ja, genau, mit Der irgendwie so Tatort. Safety. Ja. Warte. Ja. Auf jeden Fall. Ja. In etwa so, ja. Welche Krabbe macht das Rennen? Ja. Also Und vor da allem, gibt es. Ja, vor allem. du hast ja immer nur die Ebbe und danach kommt die Flut und es ist alles Genau, vorbei. dann ist wieder alles durch. Aber die Frage ist, was ist denn jetzt die effektivste Struktur? Na, die mit dem höchsten Safety-Index. Ja, aber wie Hier, jetzt? ja, die 100, das es gibt ja bei verschiedenen Strukturen 100% Safety-Index. Also, das ist jetzt nicht so, dass du, wenn du konzentrischer Bauer bist, besser bist, als wenn du Radial-Bauer bist, also Pellet-Ausstößer, Stoßer. Aber je älter die Krabbe, desto erfolgreicher ist sie in ihrem Bau. Sie lernen also. Die lernen irgendwie, ja. Ja.
Ja, neben den Ja. Strukturen, wo Foto der Krabbe, damit man es zuordnen kann, fände ich gut. Ja, ich scroll jetzt einfach nochmal nach unten, aber ich glaube, wir hatten jetzt gerade die finale Auswertungstabelle hier, hatten wir gefunden, die das alles zusammenfasst. Mein Gott. Ja, Asteroid-Design ist auch sehr schön. Ah, das Sich hier, das auch ja. auszudenken, was ist denn was für ein Design? Knödelkunst, ja. Knödelkunst. Ja. Und ja, genau, in verschiedenen Sektoren fressen die dann. Und die müssen, es gibt verschiedene Sandstrukturen ja im Verlauf von Ebbe, dann, wenn es zu trocken wird, dann wird es schwierig für die, da ihre Nahrung rauszuholen aus dem Sand. Dann werden die noch schneller, weil sie wissen, jetzt wird es schwieriger, jetzt muss ich mich noch mal ein bisschen beeilen, damit der Sand feucht genug ist, um ihn verarbeiten zu können. Ja, und genau, fortpflanzungsmäßig gibt es zwei Strategien, entweder in der Höhle oder außerhalb der Höhle den Geschlechtsakt zu vollziehen. Und merke, wenn man winkt als Mann und Ja. die Frau hinläuft, sind die Gonaden ausreichend entwickelt und man hat Fortpflanzungserfolg. Wenn die Krabbe unschlüssig ist, die Gegenkrabbe, also die Die Frauenkrabbe, die Gegenkrabbe. Ja. Gegenkrabbe, oder Die drei wegläuft, Geschlechter, dann männlich, weiblich, gegen. Ja. die Gegenkrabbe. Die Ja, Gegenkrabbe. wenn die Gegenkrabbe sich nicht entschließt, dahin zu laufen, dann ist es unwahrscheinlich, dass man Fortpflanzungserfolg hat, selbst wenn man es versucht. Ja, Das ist, hat wie sich so nicht bis häufig. zu allen Krabben fort durchgesprochen. Das kann man auch auf andere Vielleicht Spezies. wollten die auch nur Spaß haben und keine Kinder. Ja. Ja, ich war nicht mit im Bau, keine Ahnung. Ja. Genau, das ist mir zu meiner Erfahrung am guanischen Strand Ja. dann Ja. so Das aufgefallen. waren die Knödelkrabben. Das ist, Die Knödelkrabben für ja, euch. die Knödelkrabben, die werde ich mir wie die Furzgrundel auf jeden Fall merken. Die Knödelkrabbe ist super. Und auf jeden Fall Zwei niedlicher als die Furzgrundel. Genusse. Genusse? Genie. Ach so. Ja. Ja, Sorry, André, sorry. zwei Genusse, ja. Ja, aber das hier ist Dotila. Das ist die nur eine der zwei Genusse. Dotila ist besser untersucht worden. Also mehr, nicht besser, aber Mehr, öfter, mehr, weil am sie Meer, am Meer untersucht worden. am Meer. Ja, woran liegt die andere? Kommt da auch drin vor oder ist das? Nee, neben Paper jetzt nicht. Also die Ja, wird schon mal okay. erwähnt, dass es die gibt, aber das hier ist jetzt Okay. bezieht sich auf die Dotila. Ja. 34 Ja, Seiten purer Spaß. Ja, Das 34 war Seiten purer Spaß. mir. Ich habe noch ein bisschen Eisberg und ich glaube, das geht relativ zügig. Dann würde ich, Dann hau raus. genau, dann würde ich Ja, sagen, machen wir es mal gerade. mach Ja, mal. danke an Julia. Julia hat gesagt, André, guck dir doch mal die Sache mit dem Eisberg an. Habe ich gesagt, was für ein Eisberg? Ah, der 4,5-mal so große Eisberg wie Berlin Eisberg. Den gibt es tatsächlich hier, ne?